herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung in das 3D-Modellieren mit der Software Tinkercad. Wenn du die Software das erste Mal nutzt, hast du vermutlich von deinem Lehrer einen Spitznamen bekommen und einen Klassenzugang. Ich habe das jetzt hier mal vorbereitet und werde mich jetzt mit einem Spitznamen hier in dieser imaginären Klasse anmelden. So, und jetzt bin ich hier in meiner eigenen Übersicht in Tinkercad. Das sieht natürlich auch so aus, wenn du einen eigenen Account hast und mit dem Account dich in Tinkercad anmeldest. Und dann geht es einfach jetzt hier los, indem wir auf einen neuen Entwurf erstellen, klicken. Man kann sicherlich auch noch diese Lektionen zum Beispiel hier anschauen. Da sind kleine Einführungen drin und ganz viele andere Sachen sind bei Codeblöcke und Schaltkreise und so weiter. Aber zum direkten 3D-Modellieren können wir einfach mit einem neuen Entwurf gehen. Und beim ersten Entwurf sieht man hier schon so eine kleine Einführung. Und ich würde empfehlen, gleich als erstes hier oben mein Modell. Also da einfach den Titel eingeben, den das Modell hat. Dann kann man sie nachher gut auseinanderhalten. Ja, dann geht das Ganze hier los. Wir haben hier in der Mitte die große Arbeitsebene, auf der wir unser Modell erstellen. Und hier auf der rechten Seite die Bestandteile, aus denen wir das zusammensetzen können. Das ist eigentlich wie mit Bauklötzen spielen und bauen. Und da werden wir sicherlich die Kugel natürlich ganz häufig brauchen. Und die klicke ich einfach an, schiebe sie rein, lasse sie los, zack, fertig. Und das kann ich jetzt hier mit allen Formen machen. Also die kann ich alle hier verwenden und ich kann hier noch weitere Formen mir auswählen und die ebenfalls verwenden. Also das lässt sich hier alles beliebig kombinieren. Für jede Form gibt es jetzt noch Zusatzeinstellungen. Und zwar ist das folgendermaßen, wenn ich irgendein Objekt anklicke, kann ich hier die Farben auswählen, die das Modell haben soll. Und ich kann hier zum Beispiel noch so ein Parameter wie Schritte einstellen. Dann wird es zum Beispiel im Beispiel dieser Kugel einfach ein bisschen feiner, die Oberfläche wird noch feiner. Dann, was man auch schon sieht, man hat hier, wenn man drüber fährt, auch tatsächlich sehr genaue Werte. Hier im Bereich bis zu Millimetern macht es Sinn, das einzustellen. Hier 20 mm ist hier die Breite und die Länge dieser Kugel. Entsprechend dann vermutlich auch die Höhe. Und genau, diese Kugel kann ich jetzt größer und kleiner machen. Hier einfach an den Ecken und an den Kanten. Und ich kann die Kugel natürlich auch verschieben und ich kann sie theoretisch hier auch drehen. Das geht mit diesen drei Achsen. Kann ich im Prinzip das anklicken und hier auch drehen. So, und dann sieht man hier schon, das lässt sich auch pro Grad hier sehr genau drehen. Und im ganz allgemein kann ich hier auch das Ganze eben wieder rückgängig machen. Also wenn ich hier wieder meine Ursprungskugel haben will, geht das so. Oder eben wieder vorwärts. Also, das ist ganz klassisch, diese Bedienung hier oben. Natürlich das Objekt löschen, ist auch klar, wieder rückgängig machen. Und auch anklicken und hier kopieren und hier wieder einfügen, ist natürlich möglich. Jetzt habe ich zweimal die gleiche Kugel. Lohnt sich vor allem, wenn die eine bestimmte Größe haben soll, zum Beispiel. Wieder zweimal zurück. Und einmal anklicken und direkt hier draufklicken, also duplizieren, führt dazu, dass genau diese Kugel hier einmal nochmal reingesetzt wird. Also gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, hier vorzugehen. Genau, dann haben wir noch hier Funktionen zur Ansicht. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn ich hier zum Beispiel auf diese Kugel draufklicke, das ist was, was ich durchaus empfehlen würde, dann kann ich mit dieser Ansicht hier ranzoomen und zwar ganz genau zu dieser Form und kann mir die ganz genau anschauen. Das ist ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel irgendwo kleine Objekte hat und die genau eben konfigurieren will. Und hier mit dem Haus geht es immer wieder zurück. Ja, und jetzt kommt natürlich aber das ganz Entscheidende, denn wir sind hier ja in einer dreidimensionalen Ansicht und das müssen wir uns auch dreidimensional anschauen können. Das geht hier entweder mit diesem Würfel, dann kann man anklicken und drehen. Oder man kann ihn einfach nur anklicken und dann hier zu den einzelnen Ansichten wechseln. Und was ich auch gerade mit einer Maus durchaus empfehlen würde, mit der rechten Maustaste kann ich hier einfach irgendwo ins Leere klicken und das dann frei Hand verschieben. Und jetzt sieht man, man kann hier das Ganze natürlich sehr genau angucken, rein und ran zoomen, entweder mit dem Scrollrad oder zum Beispiel hier mit Plus Minus. Und jetzt kann ich hier natürlich sehr genau arbeiten, kann mir die Kugel anschauen, kann sie vergrößern und verkleinern und so weiter. Also das ist eine schöne Option. Vielleicht noch ein, zwei speziellere Sachen. Ich kann hier bei diesem Volumenkörper zum Beispiel auch Transparenz einstellen. Dann hat es zwar eine gewisse Farbe, ist aber transparent. Und ein anderes Objekt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine andere Kugel nehme
Wenn man es einfärbe und ein bisschen kleiner macht, so zum Beispiel, dann ist die hier drin. Jetzt sehe ich natürlich gleich schon, so einfach ist das gar nicht mit hier drin, denn da muss ich schon gucken, dass das wirklich am besten schaue ich dann von oben drauf. Kannst auch mit den Pfeiltasten bewegen. So, jetzt ist sie da drin. Jetzt natürlich noch eine wichtige Funktion, wenn ich diese Kugel hier anheben will, also sozusagen in der Z-Achse, dann verwende ich hier dieses schwarze Dreieck, das wird rot, wenn ich drüber bin. Und wenn ich das anklicke, hebe ich es in der Z-Achse hoch. Das heißt, jetzt kann ich hier das wirklich in allen drei Dimensionen anpassen. Genau, und damit habt ihr eigentlich die wichtigsten Funktionen schon drauf. Was Spezielles vielleicht noch ist hier dieses Fangraster. Sollte euch das mal zu grob sein, dass ihr hier pro Millimeter nur die Größe verändert oder die Position, dann könnt ihr es hier noch feiner einstellen, zum Beispiel 0,5. Und genau, das ist das hier dazu. Was vielleicht auch noch irgendwann kommen mag, das ist Folgendes. Wenn ihr hier eine Kugel nehmt, dann könnt ihr auch diese Kugel in beliebiger Art, ich nehme jetzt hier nochmal so Quader dazu, könnt ihr diese Kugel auch beschneiden. Und zwar ein Stückchen abschneiden sozusagen. Wenn ihr nämlich eine Form wie diesen Quader hier auswählt und sagt, es soll eine Bohrung sein, dann wird es jetzt eine Hohlform. Und wenn ihr jetzt diese Hohlform hier reinschiebt in diese Vollform, zum Beispiel so, jetzt wird ein großer Teil der Kugel hier von dieser Bohrung, von diesem Hohlkörper bedeckt, dann wird es hier tatsächlich abgeschnitten. Und das kann man sich auch noch anzeigen lassen, und zwar mit der Gruppieren-Funktion, die hier ist, um zwei Objekte zu gruppieren, also sie sozusagen zu verschmelzen, muss man beide markieren. Dazu klicke ich hier einmal drauf, markiere beide und klicke dann auf Gruppieren. Und jetzt habe ich hier genau dieses Modell, und zwar eine abgeschnittene Kugel, und kann mit der weiterarbeiten. Ich kann die zum Beispiel jetzt auch hier reinsetzen und kann die kombinieren. Das kann ich auch einen weiteren Trick noch verwenden. Ich markiere die jetzt mal alle und richte sie aus. Hier mit dem Ausrichten-Werkzeug kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, sie sollen ganz rechts, ganz mittig oder ganz links ausgerichtet werden oder eben hier mittig. Und jetzt seht ihr schon, jetzt ist das tatsächlich hier drin. Jetzt habe ich also so ein Modell. So, und jetzt kommt noch was. Ich markiere jetzt hier alle Formen und sage wieder, die sollen gruppiert werden zu einer gesamten Form. Und jetzt sieht man schon, jetzt wird es hier irgendwie zu einer Form gruppiert, zu einer großen Kugel, die aber nur noch transparent blau ist, weil die jetzt zu einer verschmolzen wurde mit einer Farbe. Das aber kann ich hier ändern, indem ich sage, mehrfarbig. Denn wenn dieses Modell mehrfarbig dargestellt wird, dann sehe ich hier alle Farben, obwohl es aber ein Modell ist. Also ich kriege das jetzt hier erstmal nicht mehr auseinander. Ein Modell mit unterschiedlichen Farben. Natürlich kann ich das hier wieder rückgängig machen, mit der Gruppierung aufheben, dann ist es wieder getrennt. Also damit hat man jetzt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und was ich ganz fancy finde am Ende noch, also wenn wir unser eigentliches Modell schon fertig haben, jetzt mache ich es wieder zum schönen Modell zurück. Was wir dann noch machen können, das ist schon ziemlich cool. Wir können hier solche Notes erstellen, und zwar an einer beliebigen Stelle. Und jetzt kann man hier zum Beispiel an dieser Stelle das Ganze benennen und sagen, transparente Kugel. Natürlich kann man hier auch passende, naja, so. Natürlich kann man hier auch passende chemische Begriffe verwenden und keinen erklärenden Begriff für das 3D-Modell, aber das ist dann letztlich vermutlich eure Aufgabe. Also, das erstmal hier als Einführung in das Tinkercad-Programm zum 3D-Modellieren. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, macht schöne Modelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.